Nein, Tür! Nein, Tür! Bleib offen! Bleib offen, ich schwöre, wenn du jetzt zugehst, sind wir keine Freunde mehr. Schade! Schade! Ja! Schade! Oh nein! Was ist denn hier los? Hä? Wir müssen da lang! Also irgendwie ist dieser Ausrufezeichen, der gelbe Ausrufezeichen, noch nicht so richtig gut. Bisschen geistig verwirrt. Ja. Oh nö, da ist es ja. Zack, zack, zack. Nein, 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 nein. Zack, 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 zack. Na los. Och komm, also sowas hasse ich am meisten. Man schafft den Hack und dann muss man ihn nochmal neu machen. So. Let's get out of here. Wo ist denn hin? Run, 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 run. Du bist falsch. Scheiße, ich bin wirklich falsch. Hör auf mich. Alter, du hast gerade Positionstausch mit mir. Hä? Du warst an derselben Stelle oder was? Wieso machst du mit mir Positionstausch? Wieso bist du so fies? Warst du gerade wirklich an derselben Stelle? Keine Ahnung, du machst mit dem Positionstausch und verwirrst mich. Ja, Standard. Ja, Standard, Standard. Nein, was mache ich denn für einen Scheiß? Oh mein Gott, mein logisches Denken schaltet sich mal wieder aus. Yeah. Gott, wie weit kann ich denn? Na dann. Der, sag mal, der. Das ist doch hier. Der Positionstausch ist ein bisschen buggy. Na los, spring! Besser. So, und jetzt. Lauf. Ach. Du geile Scheiße, wie cool sieht das denn hier bitte schön aus? Junge, 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 ich warte mal auf dich und genieße so lange hier diese Aussicht. Ach, kann ich dieses HUD jetzt irgendwie ausschalten, dann wäre das viel cooler. Fuck, 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 fuck. Vollbild, Schatten, Vertikal, Sync, Tastatur anpassen, nö, kann ich leider nicht, schade. Was denn ausschalten? Das hat, weil das sieht hier gerade so extrem cool aus. Gibt's kein Fast Key für hart ausschalten hier? Nein, bisher noch nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen, weil dann könnte man so richtig mega geile Bilder schießen. Junge, von der Location auf jeden Fall. Ja, ach was, wenn du so am Eingang stehst und du siehst dann diese wunderschönen Kristalle, das ist Kristalle! Was bin ich denn für einer? Eiszapfen, ja. Kristalle. Gott, oh Gott. Ja, wir haben es auch gleich geschafft. Wir müssen noch. Wir müssen. Ja, ist gut, ist gut. Oh, ich krieg das nicht hin bis zu dieser blöden Tür. Hier. Ach komm, der Positionstausch ist buggy. Ja. Wieso ist meine Täuschung da? Das finde ich ja jetzt tollisch. Wieso ist meine Täuschung da? Kannst du Positionstausch mit deiner Täuschung machen? Ja, kann ich. Wo bist du? Weil ich geb dir nur noch eine. Komm, ich geb dir eine Minute, komm. Okay. Weißt du was? Komm, ich spiel mal so scheiße und leg das hier hin. Wo ist denn dieser Extraktionspunkt? Oh, da oben. Genau. Okay. Ach ja, cool. Haben wir gut gemeistert. Yay! Wow.
Wow, was ein Fail, was ein Bug, was für ein Grafikfehler. Ist ja unglaublich. Ich würde ja sagen, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber... Du trittst mir da... Oh, guck mal, erlittener Schaden hier. Ah, du Opfer. Oh, nee, wie bitter. Treten, aber oh, wie ich bitter. 37 Beute. Ja. Ja. Naja. 37, ganze 37 Beute, ja. Kannst ruhig weinen. Das du ist keine bist gerade mal ein einziges besser und das ist ein Beutesammeln. Ja. Ja, wenn du auch so mit anderen da rumbeutest, rumschnodderst. Ich werde dich töten. Du musst dafür betteln, damit du eine Beute bekommst. Ich alle. Reiß dein fettes Maul nicht so weit auf. Du das, Digga. Ey, cool. Grommelmagazin. Oh, 5. So, Mods. Dann wollen wir mal gucken. Name. Alle doppelten Mods mache ich mal hier raus. Und auch alle Shotgun, weil ich benutze sowieso keine Shotgun. Zack. 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 Nochmal, nochmal, nochmal. Nochmal. Verkaufen. 10 Mods für 2600. Och, das ist so billig. Früher waren die Mods viel teurer. Okay, Schildgeneration. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ich am besten aufbessern soll, außer natürlich hier Wahrnehmung und Fähigkeitsdauer. Also vielleicht Schildkapazität, Schildgenerationsgeschwindigkeit. Verschnaufpause. Ja, könnt ihr ja mal entscheiden, was ich aufbessern soll. Gott, 50 Modulkapazität. Das ist ja cool. Und habe ich hier? Nein, nö, nein, leider nicht. Ach, naja. Okay, dann wählen wir die nächste Mission aus. Ich bin gerade am was tun. Am was tun? Ja, gut, dann tun mal das weiter. Also wie gesagt, ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, welche Waffe ihr mal sehen wollt, unbedingt. Also bei Warframe, na, da wird schon ein bisschen knapper, weil man sieht ja hier, Bungie Warframe, muss man sich jetzt die einzelnen Sachen irgendwie erspielen, mit Glück hoffen und dann auch noch hier bauen und dann noch Orokin-Zellen sammeln, wie ein Verrückter. Ach, das wird so cool. Ich freue mich schon, wenn ich meine erste Bolto-Pistole habe, weil die hat nämlich auch Bolzen. Weil mit Bolzen hört man ja eigentlich nichts. Ist ja genauso wie mit dem Paris. Klick du mal auf die nächste Mission. Klaro. Das wäre dann linear. Und dann kommen wir nämlich dann zur Erde. Und hier gibt es nämlich Ruberto und Neuroden. Die zwei Sachen, die ich unbedingt brauche für... Einmal für Roberto. Bungie und für meine Bolto-Waffe. Roberto. Roberto. Okay, was hier auch mal irgendwie mal reinmachen sollen, ist so Handel, ne? Ja, gern so, dass ich mit dir handeln kann, mit den Mods und so. Zum Beispiel, genau. Oder Materialien handeln. Das wird so mehr Strategie reinbringen. Oder Drogen handeln. Bestimmt. Yay. Ja, hier seht ihr noch die Neuigkeiten, die es so Neues gibt. Aber kann ich ja ausblenden, brauchen wir ja nicht. In 10 Sekunden geht's los und ja, Belohnung. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gesamtspielzeit fast 20 Stunden, 25 Minuten. Wenn er startet, dann jetzt. Brutten. Alter, ich habe ein Bruttoneinkommen von 141, sonst sowas. So. Verdammt. Wie heißt die Mission? Lenia. Nein, das ist mir schon klar, aber was müssen wir tun? Der Auftrag. Werden wir ja gleich nochmal hören. Das ist ja...
Och, nicht schon wieder. Die Verbindung, och nö, zum Host wurde unterbrochen. Ich warte auf Spieler. Ich warte auf Spieler. Alter, meine Frames gehen gerade mal so mega toll runter. Nicht schon wieder, Mann. Deine Frames gehen in den Keller, um zu laden. Ach, war da lustig. Okay, ich guck mal kurz. Rettung ist diese, heißt die Mission. Rettung. Und wir müssen warten, bis der Crash Phase in seinem Spiel ist. In dem Spiel. Wen sollen wir retten? Prinzessin Peach? Ja, wir müssen dann gegen Bowser kämpfen. Du weißt nicht, wie der Gegner von Mario ist. Doch, so nee. Früher habe ich immer Browser gesagt, aber. Browser. Ja, Browser. Wir müssen gegen den Browser kämpfen. Gegen welchen? Gegen den Internet Explorer 8. Browser, versammelt euch. Oh Gott. Ach ja, Crash Phase has joined the game, obwohl noch nicht mal ich der Host bin. Oh nein, hier rennt irgend so ein Känguru. Halt. Oh, hier kann ja nur ich durch, weil ich dadurch keinen Schaden nehme. Junge, jetzt hör auf, mich zu mobben. Ich bin mir leid, Bär. Ich bin hier voll des Mobbing-Opfer, weißt du? Diesmal versuche ich auch mal mehr Mods einzusetzen, weil. Mods sag ich schon, Fähigkeiten einzusetzen, weil irgendwie. Ich bin wirklich irgendwie so ehrgeiz-egoistisch mit den Energien und so weiter. Ich will die nie aufbrauchen. Ja, no, ich drück als auf R und wundere mich, warum er nachlädt. Genau, schlau. Ignorieren. Warte, wir müssen schon wieder so einen nutzlosen Typ hier retten, der sich in die Selbstmordlinie stellt. Ja, ich glaube schon. Wir sind ja schön bescheuert, dass wir immer wieder den Typ retten. Und die sehen auch immer alle gleich aus. Das finde ich auch so am coolsten. Ich dachte, wir hätten jetzt die Open Beta, die viel verbessert hat. Hat sich doch auch! Ja, nee, das mit den Mods ist schlimmer geworden. Mit den Mods ist es... Nein, ist es nicht. Weil ich meine, jetzt kannst du deine Mods verbessern. Das Einzige... Wir haben unsere Mods verloren. Ja, das findest du schlimm. Und das mit dem Entdeckerbaum, das hat mich auch sehr gestört. Dass sie das weggeendet haben. Ja, schon. Okay, gut, auf einer Seite hast du natürlich recht, deine Argumente sind natürlich klar. Die hätten uns mal wenigstens mal kurz anschreiben können, dass unsere Mods verloren gehen und dass wir sie alle verkaufen sollen, damit wir wenigstens ein bisschen Gewinn machen. Aber nee, knallhart. Aber nee, die machen Überraschung, ihr habt keine Mods mehr. Überraschung technisch gesehen, genau. Hack du unten, ich geb dir Rückendeckung. So. Ist er hier drin? Excalibur, ich glaub's ja nicht. Ich krieg'n Warframe-Mod, den ich noch nicht mal habe. Wie kriegst du einen Mod für einen Warframe, den du nicht mal hast? Ja. Scheiße, ist das denn? Ich hab Nadel geschossen für Shotgun. Los geht's! Ich habe ihn, renn! Wenn du hier durchrennen willst, von mir aus. Okay, jetzt rennen! Ich habe Täuschung aktiviert und ich weiß nicht, wo sie ist. Aber ich weiß, dass sie da ist. Sie weilt unter uns. Wow, was ist das für eine geile Fähigkeit? Komm schon, Junge, komm, mach hinne! Nein! Oder springe ich in den Abgrund?